Ja, liebe Leute, ich bin hier im, ja, man kann ja nicht sagen historischen, aber im alten Rathaus, das gerade saniert wird, mit Bürgermeister Thomas Kerkhoff. Wir haben uns gerade mal die Baustelle angeschaut. Und Herr Kerkhoff, wie ist der Stand der Dinge? Ja, nachdem die Stadtverordnetenversammlung uns ja den Beschluss gegeben hat, dass wir die Rathaussanierung jetzt noch vollständig und engagiert angehen können, machen wir weiter. Wir sind mit der Bauschadstoffentfrachtung fertig, haben im Grunde jetzt gerade den Estrich ausgebaut. Und es ist immer noch eine große Baustelle hier, aber wir sind mitten im Tun. Ja, als kleiner Hinweis, wir werden heute eine Fotostrecke hochladen, wo man die Baustelle mal sozusagen im entleerten Zustand sehen kann. Wie viel Material ist denn hier inzwischen rausgekommen? Die genauen Zahlen müssen Sie die Kollegen fragen. Wir haben ja gerade bei der Begehung schon festgestellt, alleine an dem Zwischenboden, den wir hier holzfachlich aufgebaut hatten, um da bestimmte Kabel und Versorgungsleitungen runterzulegen, haben wir 18 Tonnen auf allen Ebenen ausgebaut. Beim Estrich wird es noch um Vielfaches mehr sein und bei allen anderen Schadstoffen bzw. auch Stoffen, die hier verbaut waren, vielleicht noch um vieles mehr. Wir haben einfach ein Gebäude von sehr, sehr immenser Größe und einfach auf einer riesigen Kubatur. Das wissen viele Bocholterinnen und Bocholter vielleicht gar nicht, aber ich denke, wir können es über die Fotos und ja auch in entsprechende Berichte einfach auch ganz gut verdeutlichen. Gab es denn schon ein paar Überraschungen, die immer passieren, wenn man ein Gebäude umbaut oder saniert? Ich glaube, Überraschungen gibt es auf jeder Baustelle, aber ich glaube, nichts Außergewöhnliches, mit dem man nicht auch irgendwie doch so ein bisschen rechnet. Zumindest ist mir von den Kollegen nichts berichtet worden und wenn es den Bürgermeister nicht erreicht, ist auch meistens nichts Wesentliches passiert. Kann der Zeitplan eingehalten werden? Wir haben natürlich Puffer mit eingeplant, die brauchen wir gerade langsam so ein bisschen auf, aber insgesamt sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Das hieße, bis wann wäre das Haus fertig? Ja, wir haben im Grunde ja geplant Ende 23, ob es vielleicht die Zahl 24 auch streifen wird, das müssen wir jetzt nochmal gucken. Aber ich glaube, das ist bei einfach diesen immensen Mengen, die hier bewegt werden und auch gerade einfach der Lage, in der sich die Baustoffindustrie und auch die Bauindustrie befindet, derzeit auch nicht anders darstellbar, weil einfach am Markt so viel los ist, dass wir auch viele Geschehen nicht wirklich selber beeinflussen können. Das ist schon eine gute Überleitung, weil da kommen wir schon zum Punkt Kosten. Die Baukosten steigen ja im Moment enorm. Ist das im Grunde genommen auch schon mit einkalkuliert worden oder werden die Kosten dann auch steigen? Also wenn wir genau wüssten, wie viel jedes Material in 2 Jahren kostet, dann würden wir wahrscheinlich andere Dinge machen als im öffentlichen Dienst arbeiten. Das kann man so nicht absehen, glaube ich. Wir haben natürlich auch da entsprechende Annahmen getroffen. Ob die vollständig eintreffen werden, das kann ich nicht prognostizieren. Aber vielleicht müssen wir auch in der weiteren Phase an der einen oder anderen Stelle auch nochmal schauen, ob wir auch wieder zu Einsparungen kommen können. Ziel muss auf jeden Fall sein, dass der jetzt gesteckte Kostenrahmen gehalten werden kann. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.